Verdammt, das ist Fenway! Der Pirat! Seht sie an, die Verräter. Es macht mich ganz krank, wie lange ich Hornigold und seine selbstgerechte Art hingenommen habe. Wahrhaftig, ihr seid ein Mann mit Prinzipien, Captain Hornigold. Ein Mann, dem ich meine besten Ideen anvertrauen kann. Glaube und wir überleben das, Charles, mit Würde und Stolz. Das ist Selbstvertrauen. Hast du einen Plan, von dem ich wissen sollte? Nassau ist vorbei, das ist wohl klar. Ich sage, wir laufen heute Nacht aus und treffen uns bei mir. Na gut, was hast du vor? Die Briten brachten ihre Vorräte an Land, stimmt's? Wenn wir etwas Pulver und Kiefernpech stehlen, bauen wir ein Feuerschiff, schicken es direkt in die Blockade und sprengen sie in Stücke. Aye. Nehmen wir Rackhams Schiff. Er ist eh kein guter Captain. Mein Gewissen ist rein. Gut. Während du das Pulver besorgst, beschaffe ich das Kiefernpech. Got him fighting!
Hold a moment, Squire. I'd hide here.
You there! Na los, Jungs, ihr trödelt. Dieses verfluchte Hanf. Lieutenant. Psst. Hi, Sir. Der Commodore befürchtet einen Aufruhr. Seine Befehle lauten, jedes verdammte Piratenschiff im Hafen zu versenken. Heute Nacht. Gegen die Wünsche des Gouverneurs? Das ist ein direkter Befehl, Soldat. Geht auf der gestrandeten Galeone in Stellung und wartet auf die Befehle des Commodores. Ist das klar? Hi, Sir. Der hinterhältige Bastard. Man sollte dem Kommodore die Kehle aufschlitzen, bevor er den Befehl erteilt. Denkst du das? Sonst treiben wir bei Tod im Wasser. Na gut, ich töte ihn. Ihr seid des Wahnsinns. Ich will nichts mit dem Mord am Kommodore zu tun haben. Er ist ein Mann des Königs. Wir dürfen nichts riskieren. Na los, ich werde auf dich warten. Wir haben Informationen für den Commodore. Es ist sehr dringend. Weiter! Relieved all of Nassau. Viel böses Blut zwischen den beiden Rogers und Chamberlain. Wo ist das Problem? Der Commodore hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art Jakobiner ist. Oder schlimmer noch, katholisch. Da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Guck die beiden Männer zu uns. Ihr da, folgt uns und kommt an Bord. Der Commodore hat eine Aufgabe für euch. Meister! I've better things to do. Will we meet them at the airline? You come back here, you mad maggot! Ich hörte, wie der Commodore über Rogers schimpfte, ihn Heiden nannte und sonstige Dinge. Warum streiten die beiden nicht so? Still, Mann! Du willst doch nicht den Zorn des Gouverneurs auf dich ziehen. Er ist irgendwie komisch. Na, ich habe eigentlich viel mehr Angst vor dem Commodore. Sehr ernsthaft. Ein bisschen Humor. Commodore vor! Aye, Sir!
Der Gouverneur versprach Straffreiheit, Kommodore. Bedeutet das Wort eines Mannes denn gar nichts mehr? Hat die Syphilis dich benebelt? Wozu einen solchen Abschaum beschützen? Ihr seid Parasiten und lebt von der Arbeit ehrlicher Männer. Genau wie King George, was das angeht. Zeig Respekt, Bauer. Du magst mich zwar töten, doch damit hast du deine Lage kein Deut verbessert. Gibt es einen Grund, weiterzureden? Wenn dieser Heide nicht wäre, Governor Rogers, ich hätte dich am eigenen Mast aufgeknüpft. Wurm! Euch alle!